So bekommt ihr jedes Auto kostenlos und sogar gemoddete Fahrzeuge sind möglich. Aufbau mit dem Video anfangen, würde ich ja schon mal zu bitten, einen fetten Like zu dir dazu lassen und schickt dieses Video euren Freunden, bevor dieser Glitch gepatcht wird. Denn vor kurzem wurde dieser Glitch tatsächlich gepatcht, denn das hier ist nämlich die Afterpatch-Variante. Aber gut, ich würde sagen, fangen wir nochmal direkt mit dem Glitch an. Was braucht ihr denn überhaupt für diesen Glitch? Für diesen Glitch braucht ihr erstmal hier eine Basis. Ganz wichtig, diese Basis muss voll sein mit irgendwelchen Fahrzeugen. Aber eins dieser Fahrzeuge muss ein Straßenfahrzeug sein, was keine Versicherung hat. Sprich, einfach Straßenfahrzeug in die Basis reinfahren. Als nächstes braucht ihr wesentlich auch noch einen Freund. Euer Freund muss wiederum hier einen Nachtclub inklusive Terra-Byte besitzen. Das ist ganz wichtig. Und super, da ist klar, euer Freund soll auch das Fahrzeug haben, was ihr gerne haben wollt. Gut, habt ihr das Ganze? Sehr gut, dann können wir mit dem Glitch anfangen. Als der Erste seid ihr in irgendeiner GTA Online-Sitzung mit eurem Freund. Es ist völlig egal, in welcher. In meinem Fall war ich hier in einer Freundessitzung. Denn als Erstes holt ihr das Straßenfahrzeug aus eurer Basis raus, was keine Versicherung hat. Fahrt ihr zum Nachtclub von eurem Freund. Euer Freund wartet schon da und nimmt euch mit rein. Und ihr geht dann zum Terabyte. Euer Freund kann euch natürlich auch direkt ins Terabyte einladen. Geht natürlich genauso. Aber gut, sind wir jetzt hier drinnen, dann kommt ein kleiner Timing-Part, ist aber wirklich machbar, Leute. Denn euer Freund geht es wieder zum Ausgang, da steht oben alle verlassen. Und dort wartet er es erstmal. Denn ihr wiederum geht es hier auf Option, Online, Jobs, Job spielen, von Rockstar erstellt, Rennen und nimmt hier das erste Rennen, sodass sie die erste Meldung GTA haben, ob wir sicher sind, dass sie den Job starten möchten. Und jetzt kommt das Timing. Denn ihr müsst jetzt gleichzeitig X drücken. So gesehen, dass ihr den Job startet, aber euer Freund mit euch so gesehen den Terabyte verlässt. Und ja, das ist das Timing. Aber woran merkt ihr denn eigentlich, ob es jetzt funktioniert hat oder nicht? Naja, ihr geht einfach aus dem Job wieder raus. Und seid ihr draußen gespawnt, guckt ihr auf die Minimap. Ist die Minimap komisch verbuggt, so wie bei mir? Also irgendwie zeigt es nicht mal an, nur noch Icons. Dann sehr gut, ihr seid verglitscht für diesen Glitch. Falls es bei euch nicht geklappt hat, dann macht es einfach nochmal, bis es funktioniert hat. Aber seid euch ehrlich, das Timing ist eigentlich relativ einfach. Ich habe es hier First Try in der Aufnahme hinbekommen. Aber gut, ihr habt es geschafft. Sehr gut, machen wir weiter. Denn als Nächstes nehmen wir uns hier eine Haftbombe und schmeißen das an unseren Straßenfahrzeug ran. Denn unser Straßenfahrzeug muss später mal kaputt gehen. Aber noch nicht. Deswegen wartet. Gut, habt ihr eine Haftbombe ans Auto dran gemacht. Dann fahren wir mit einem anderen Straßenfahrzeug zu unserer Basis hin. Und unser Freund kommt auch dahin. Denn als Nächstes müssen wir jetzt mit unserem Straßenfahrzeug in die volle Basis reinfahren, dass wir die Meldung bekommen, ey, yo, deine Basis ist voll. In meinem Fall fahre ich auch zuerst auf die Plattform drauf. Das macht es auf jeden Fall einfacher später für euren Freund. Denn während ihr in der Meldung jetzt drin seid, dass die Basis ja voll ist, muss es euer Freund euch umkippen, dass ihr auf dem Dach liegt mit dem neuen Straßenfahrzeug. Das kann er mit einem Spezialfahrzeug machen, zum Beispiel hier mit diesem LKW. Kann man auch mit irgendeinem anderen Fahrzeug machen, womit man gut wegrammen kann. Es ist völlig egal. Aber Leute, ihr müsst auf der Plattform draufbleiben. Wenn ihr euer Freund runterkickt von der Plattform, dann seid ihr nicht mehr in der Basisvollmeldung. Ist aber nicht schlimm, geht auf die Basisvollmeldung rein, also fahrt wieder zum gelben Punkt und versucht es noch einmal, bis ihr auf dem Dach liegt, aber noch auf der Plattform von der Basis. Gut, hat euer Freund das geschafft und gibt euch Bescheid, ey, yo, du bist umgedreht, dann bestätigen wir die Basisvollmeldung mit X und steigen aus. Sind wir ausgestiegen, drücken wir jetzt die rechte Pfeiltaste, um unser eigentliches Straßenfahrzeug zu explodieren. Ne, die Haftbombe, ihr wisst. Das werdet ihr auch direkt an der Minimap erkennen, dass euer Fahrzeugsymbol verschwindet. Gut, ist das passiert, dann holt jetzt euer Freund das Fahrzeug raus, was ihr gerne haben möchtet. Im Mai-Fall hätte ich jetzt hier natürlich gerne das neue gemoddete Polizeifahrzeug, was noch gar nicht draußen ist. Aber natürlich könnt ihr auch jedes andere Fahrzeug bekommen, was ihr gerne haben möchtet. Denn euer Freund muss es hier zum gelben Punkt drauf fahren. Ihr müsst euren Freund gegebenenfalls ein bisschen lotsen zum gelben Punkt, weil euer Freund sieht das natürlich nicht. Gut, hat euer Freund das Fahrzeug dahingestellt, dann steigen wir jetzt einfach hinein. Und bumm, Leute! Wir haben das Fahrzeug in der Basis. Aber es ist noch nicht abgespeichert, deswegen Achtung, Leute. Dann brecht ihr die Meldung ab, dass ihr ein Fahrzeug ersetzen möchtet. Denn euer Fahrzeug ist ja schon in der Basis. Als Nächstes steigt jetzt in euer neues Fahrzeug ein, was ihr gerade bekommen habt, und fahrt aus der Basis raus. Sind wir draußen mit dem Fahrzeug gespawnt, werdet ihr merken, dass wir sofort instant rausgekickt werden, da es nicht unser persönliches Fahrzeug ist. Das ist völlig normal. Um das Ganze jetzt wirklich abzuspeichern, wechselt ihr jetzt einfach ein Outfit. Gut, habt den Outfit geändert, dann startet ihr einfach GTA neu und zack, bum, bam, das Fahrzeug gehört euch. Wie geil ist das denn? Und so einfach war es, kostenlos Fahrzeuge zu bekommen von eurem Freund. Und nein, euer Freund verliert natürlich nicht das Fahrzeug. Also ich würde sagen, falls ihr noch Fragen habt, haut es in die Kommentare. Ich bin raus, euer Bombard. Ciao.